Moin zusammen, heute stellen wir euch 5 Tipps vor, wie ihr Wespen mit einfachen Hausmitteln vertreiben könnt, damit ihr wieder entspannt vor dem Wohnmobil oder im Garten essen könnt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, da haben wir noch einen kleinen Bonustipp für euch, falls ihr mal von einer Wespe gestochen werdet und nicht so aussehen wollt wie ich. Wir sind Udo und Christina, Camper und Wespenflüsterer, und zusammen mit unserem Hund Herrn Lehmann und unserem Van Boris sind wir regelmäßig in NRW, Deutschland und ganz Europa unterwegs. Auf unserem Kanal seht ihr jeden Sonntag neue Reiseberichte und Tipps rund ums Campen. Bevor wir jetzt zum ersten Tipp kommen, ein allgemeiner Hinweis vorab: Wespen zählen zu den wildlebenden Tieren und stehen somit unter Naturschutz. Laut Bundesnaturschutzgesetz § 39 Absatz 1 ist es verboten, wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Die Wespenfallen, wo oben da eine Wespe reinfliegt und dann irgendwann nach und nach in der Flüssigkeit ertrinkt, die sind verboten. Und laut Bußgeldkatalog, je nach Bundesland, muss man dann sogar mit 5.000 bis 65.000 Euro Strafe rechnen. Was mir bis zur Recherche zu diesem Video auch nicht ganz klar war, ist, dass Wespen nicht nur nervige Plagegeister sind, sondern tatsächlich einen sinnvollen Nutzen in der Natur haben. Und zwar halten sie Schadinsekten und auch zum Beispiel Mücken in Schach. Das heißt, wer zum Beispiel einen Wespenstaat in seinem Garten hat, hat weniger Probleme mit Mücken. Zudem bestäuben sie, ebenso wie die Bienen, bei ihren Flügen Obstbäume und andere Pflanzen. Also lasst die Wespen am Leben und nutzt lieber unsere Tipps, um die Wespen auf Distanz zu halten. Ja, unser erster Tipp ist eigentlich für jeden selbsterklärend. Und zwar, Wespen sind halt immer da, wo es halt auch was zu essen gibt. Also egal, ob es jetzt süße Getränke sind oder auch herzhafte Speisen und Snacks. Alles, was nicht direkt verzehrt wird, am besten direkt wieder wegräumen oder halt abdecken. Ja, und auch wenn es ungemütlich ist nach dem Essen, am besten dann den Tisch direkt komplett räumen, weil da, wo es was zu futtern gibt, sind halt auch Wespen. Ein Trick, der sehr gut funktioniert, ist der Honeypot. Und zwar stellt man dabei einfach was Leckeres für die Wespen ein paar Meter weiter hin, wo sie sich ungestört drüber hermachen können. Weintrauben sollen sich da besonders gut für eignen. Wir machen das aber zum Beispiel auch in der Eisdiele. Wenn der eine, also in dem Fall ich, seinen Eisbecher schon auf hat, dann stellen wir den auf den Nachbartisch, also sofern der leer ist. Und dann gehen die Wespen meist rüber an den Nachbartisch und lassen einen in Ruhe. Vermutlich sind die auch einfach von uns genervt, also von den Menschen, die dann wild rumfuchteln und wollen einfach nur in Ruhe ihr Eis essen. Gleich haben wir noch einen Tipp für euch, der immer fleißig geteilt wird, aber halt überhaupt nichts bringt. Aber bevor wir euch den verraten, kommen wir zu unserem absoluten Lieblingstipp. Ganz einfach trockenes Kaffeepulver auf einem feuerfesten Gefäß, also irgendwie so ein Blumentopf aus Ton, zu einer Pyramide türmen und dann anzünden, dann fängt es halt an zu qualmen. Ja, und das mögen die Wespen überhaupt nicht. Also wir haben es jetzt echt schon oft ausprobiert. Ist zwar wirklich ein etwas unangenehmer Geruch, aber die Wespen mögen den halt absolut nicht und ja, man kann ganz in Ruhe essen. Passt aber auf jeden Fall auf, dass ihr robuste und hitzebeständige Gefäße nimmt und dass ihr das Ganze natürlich auch nicht unbeaufsichtigt lasst, weil wir haben tatsächlich schon das ein oder andere Mal was platzen oder kaputt gehen sehen. Ein ganz neuer Trick, den wir selbst erst vor 2-3 Wochen in einer Eisdiele gelernt haben. Und zwar standen da so ganz normale Sprühflaschen auf dem Tisch und wir haben dann erstmal die Bedienung gebeten, ihr Putzzeug mitzunehmen. Dabei war da nur ganz normales Wasser drin, um die Wespen damit anzusprühen. Etwas skeptisch haben wir das Ganze dann ausprobiert und muss sagen, es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also wichtig dabei, die Wespen jetzt nicht mit voll Karacho aus der Luft schießen, sondern einfach nur mit dem Sprühnebel so ein bisschen erwischen und ja, dann hauen die ab und trocknen sich irgendwo. Man hat erstmal wieder seine Ruhe. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Sorge, dass sie dann aggressiv werden könnten, war aber nicht der Fall. Also von daher auf jeden Fall ein guter Tipp, der funktioniert. Ein Tipp, der wirklich häufig genannt wird, laut ja, unserer Erfahrung aber halt überhaupt nichts bringt, ist so eine Wespennest-Attrappe. Also da macht man halt aus Backpapier so ein Knüttel, der dann so aussehen soll wie ein Wespennest. Den hängt man dann halt irgendwo an der Wand oder wie auch immer. Und ja, da soll der Wespe quasi signalisieren, hier ist quasi schon ein anderes Wespenvolk und ja, sieh zu, dass du Land gewinnst, aber das hat bei uns halt überhaupt nicht funktioniert. Und auch die Rezension bei Amazon, da kann man halt diese etwas überteuerten Wespennester kaufen, sagen quasi, ja, dass es halt nicht wirklich was bringt.
Falls du die Tipps bis hierhin hilfreich fandest, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auch direkt unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Das hilft uns, den Kanal weiterzuentwickeln und für euch jede Woche neues Video hochzuladen. Kommen wir zum Bonustipp und einem meiner absoluten Lieblingsgadgets, unserem heutigen Videosponsor, dem Heedit. Sollte euch doch mal eine Wespe, Biene, Mücke oder sonst was stechen, dann ist der Heedit auf jeden Fall euer bester Freund. Ich bin ja eh das totale Mückenopfer. 3 Sekunden hier, habe schon den ersten Mückenstich. Und deswegen ist der Heedit auch seit über einem Jahr mein fester, treuer Begleiter am Schlüsselbund. Und hast du ein Mückenspray dabei? Nee, aber den Heedit. Wenn mich mal wieder eine Mücke erwischt habe, dann stecke ich den Heedit unten ins Handy, öffne die App und nach wenigen Sekunden hat sich der Juckreiz erledigt, denn die Behandlung mit Wärme sorgt dafür, dass bestimmte Stoffe im Körper abgebaut werden, die den Juckreiz verursachen. Man sieht das ganz gut an diesem Stich, die Rötung und die kleine Schwellung bleiben, aber es juckt halt nicht mehr und das ist ja das, worauf es dann letztlich ankommt. Der Heedit bekommt nicht nur über Smartphone seinen Strom, sondern mit einer speziellen App kann man da halt auch den Behandlungsmodus einstellen. Und zwar kann man hier dann die Länge der Behandlung einstellen, ob es für Erwachsene oder für Kinder geeignet sein soll. Und dann gibt es noch ein extra Feld, da kann man quasi dann angeben, dass es für empfindliche Hautstellen ist, wie zum Beispiel im Gesicht oder halt in der Kniekehle. Und was uns am Heedit besonders gut gefällt, ist, dass er klein und robust ist und ohne Batterien und Chemie auskommt. Ja, und dadurch ist er quasi permanent mitzuführen und kann zum Beispiel an einem Schlüsselbund befestigt werden und ist somit jederzeit zum Einsatz bereit. Die Wirkung ist nämlich dann am besten, wenn man die Behandlung möglichst kurz nach dem Stich durchführt. Und wenn ihr jetzt diese kleine Wunderwaffe gegen Insektenstiche auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das ohne Risiko machen, denn Heedit gibt euch ein erweitertes Rückgaberecht von 100 Tagen. Mit dem Code WALDHELDEN15 könnt ihr auch noch 15% auf eure Bestellung sparen und den Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, wo du weißt, wie du dich vor lästigen Wespen schützen kannst, bist du bereit für die nächste Sommertour. Und eine mega Empfehlung für die holländische Nordseeküste findest du in diesem Video. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Sondern tatsächlich auch ein Natutzen haben die. Wo ist das nämlich? Natutzen ist ein Nutzen in der Natur. Natutzen. Natutzen.